habe eine Vision von einer Gesellschaft, in der die Leistung und der Charakter, die Persönlichkeit des Einzelnen im Vordergrund steht, unabhängig der sozialen Herkunft, unabhängig der nationalen Herkunft, unabhängig der religiösen Zugehörigkeit und unabhängig der sexuellen Orientierung. Wir leben in einem Land, was von der Vielfalt der kulturellen Unterschiede geprägt ist, und die Zukunft unseres Landes wird die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte auch darauf ausgelegt sein, wie wir mit dieser Toleranz und mit diesen Kulturen miteinander umgehen. Wir haben Regionen auf dieser Welt, wo Homosexualität, Bisexualität nach wie vor sogar verfolgt wird oder Strafverfolgung steht bis hin zur Todesstrafe in einigen Ländern. Und da immer wieder deutlich zu machen, dass wir in einer weltoffenen Welt leben wollen, in einer globalen Welt, da gehört auch dazu, dass sexuelle Orientierung keine Rolle spielen sollte. Der Teddy Award hat ja lange Tradition hier in Berlin als Teil der Berlinale. Und der Teddy hat ja auch eine weltweite Aufmerksamkeit. Und gerade das Thema, einen queeren Filmpreis zu prämieren, ist etwas, was weltweit Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und so ein Projekt, so eine Maßnahme zu unterstützen, ist unglaublich wichtig. Und es erfordert natürlich auch persönlichen Einsatz und viele ehrenamtliche Helfer und auch Sponsoring, dass das möglich gemacht wird. Und für mich ist das selbstverständlich, mich da auch zu engagieren. Wenn ich da einen kleinen Beitrag leisten kann, dass viele Menschen selbstverständlich mit dem Thema Gerechtigkeit und Toleranz umgehen, dann ist das mein Beitrag, den ich gerne leiste. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne zur Verfügung stehe, solche Projekte und tollen Veranstaltungen, kulturelle Ereignisse wie den Teddy zu unterstützen, aber auch persönlich zur Verfügung stehe in vielen kleinen Einzelthemen, die nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen, einfach tagtäglich zu versuchen, einen Beitrag zu leisten für eine tolerantere Welt. Das ist mir ein persönliches Anliegen und deswegen mache ich das auch gerne. Eine Demokratie und eine Gesellschaft lebt davon, dass Menschen sich einbringen, jeden Tag aufs Neue. Und es gibt viele positive Beispiele, die nie genannt werden, aber die mal in den besonderen Blickpunkt der Würdigung zu rücken, das wäre mir ein besonderes Anliegen. Ohne das millionenfache Engagement vieler Menschen, Frauen, Männern, Jugendlicher da draußen, wäre dieses Zusammenleben in Deutschland so gar nicht möglich.